Während in der Ukraine weiterhin Russlands Angriffskrieg herrscht, soll Moskau bereits eine weitere Region ins Visier genommen haben, wie der russische Marinechef Nikolai Jewmenow vergangene Woche auf dem Arktischen Forum in St. Petersburg sagte, soll Russlands militärische Präsenz in der Arktis weiter ausgebaut werden. Die Pläne bezeichnete er dabei als Zwangsmaßnahme, die auf die Erweiterung der NATO und der, Zitat, aggressiven Politik des kollektiven Westens gegenüber Russland folge. Die arktische Region sei für die nationale Sicherheit Russlands von entscheidender Bedeutung, da dort die ausländische Militärpräsenz zunehme. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen dramatisch verschlechtert. Das hat offenbar auch Auswirkungen auf die Arktisregion. Laut CNN verfolgt Russland in der Region auch wirtschaftliche Interessen. Wenn das Eis infolge des Klimawandels weiter schmelze, könnten sich neue Seerouten auftun.